Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein paar Worte zur Auflösung der Wiederholungsfrage, die ich am Wochenende nachgereicht hatte. Es ging ja darum, sich nochmal intensiv mit dem Testamentum per Aes et Libram, dem Testament mit Kupfer und Waage, auseinanderzusetzen. Und dazu waren Sie gebeten, sich vielleicht nochmal das Vorlesungsvideo anzuschauen und jedenfalls einen Blick auf die Quelle auf dem Arbeitsblatt 4 zu werfen, diese Text von Gaius, da vor allem auf Paragraph 102 und 103. Wäre das Ganze eine Klausuraufgabe in einer Abschlussklausur, wo eine volle Exegese gefragt ist, dann wäre zunächst mal was zu sagen zum historischen Kontext, also dazu, in welcher Zeit der Text des Gaius entstanden ist. Die Antwort wäre, es handelt sich um ein Anfängerlehrbuch aus der klassischen Zeit, geschrieben um 160 nach Christus. Das bedeutet zugleich, dass unser Gaius mit großer zeitlicher Distanz zu den Ereignissen schreibt, um die es hier geht. Wenn er über das frühe vorklassische Testamentsrecht schreibt, dann schreibt er über Gegebenheiten, die mehr als 400 Jahre zurückliegen zur Zeit, wo er schreibt. Mehr bräuchte man zum historischen Kontext nicht zu sagen, zumal man über den Juristen Gaius und dessen Biografie kaum etwas weiß. Wenden wir uns unserem Text zu und versuchen erstmal uns einen Überblick zu verschaffen, dann sehen wir, es geht um eine Darlegung der verschiedenen Testamentsformen, die in Rom entstanden sind. Gaius berichtet, dass es ursprünglich zwei Testamentsformen gab, das Testament vor der Volksversammlung, Calatis Comitiis, und das Testament vor dem versammelten kampfbereiten Heer, und er schreibt dann, dass eine dritte Form üblich wurde, wenn keine Gelegenheit war, vor die Volksversammlung zu treten oder vor das kampfbereite Heer, eben dieses Testamentum per Aes et Libram mit Kupfer und Waage, das heißt mit Hilfe des Manzipationsrituals. Über das Ritual ist aus dem Gaius-Text nicht viel zu erfahren. Wenn Sie darüber was wissen wollten, konnten Sie meine Einheit aus dem Sommersemester über Recht und Ritual sich anschauen, dann wissen Sie, das ist ein Ritual, das eine Art symbolischen Verkauf spielt. Das heißt, der Erwerber eines Gegenstandes bezahlt mit einem symbolischen Stück Kupfer. Dann ist ein Waaghalter, Libripens, dabei, der das Kupfer abwiegen soll, was aber nicht erforderlich ist, weil es eben nur ein symbolischer Preis ist. Außerdem braucht es 5 Zeugen, die das Ganze bezeugen. Und so wie Gaius uns das schildert, wird dieses Ritual hier nun nicht zur Übereignung eines einzelnen Gegenstandes verwendet, sondern zur Übereignung des gesamten Vermögens Familia des Erblassers. Der übereignet sein ganzes Vermögen zu seinen Lebzeiten an einen Treuhänder, sodass der also Eigentümer aller Sachen, die bisher im Eigentum des Erblassers waren, wird. Und zugleich gibt ihm der Erblasser Anweisungen, wie er nach dem Tod des Erblassers damit verfahren soll, sodass also dieser Treuhänder dann den letzten Willen des Erblassers vollstreckt, gewissermaßen. Das wäre also der Sinn dieses Rituals. Und Gaius sagt uns dann auch, in späterer Zeit wurde das nicht mehr beachtet, wurden also die Folgen aus der Natur dieses Rituals nicht mehr korrekt gezogen, hatte sich das Ganze verändert. Die erste Aussage, die nun hier stand, um uns den Text zu erschließen, war: Das Testamentum per Aes et Libram war ein Scheingeschäft. Die Hälfte der wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Frage beantwortet haben, war der Meinung, ja, das ist richtig, das war ein Scheingeschäft. Mir scheint das fragwürdig. Es ist zwar so, dass hier nicht eine normale Übereignung gewollt ist, sondern eigentlich erst nach dem Tod des Erblassers das Ganze Wirkung entfalten soll. Die Frage, was ist eigentlich in der Zwischenzeit? Es könnte ja sein, der Erblasser hat noch eine Weile zu leben oder ist weniger krank, als er dachte. Ist er dann sein Vermögen los oder ist es vielleicht so, dass der Treuhänder sich dann zurückhält mit der Ausübung seiner Befugnisse, oder wird vielleicht die Übereignung sogar erst mit dem Todesfall wirksam? Das wissen wir nicht. Aber selbst wenn es so sein sollte, dass hier die Rechtsfolgen anders sind als normalerweise bei einer Übereignung durch Manzipation, dann muss man doch sagen, es sind Rechtsfolgen gewollt. Es ist nicht so, dass das Geschäft nur zum Schein durchgeführt wird. Es ist zwar ein Ritual, das einen symbolischen Kauf darstellt, aber als Übereignungsgeschäft ist es ganz real gewollt. Der Familie Emtor soll die Verfügungsgewalt spätestens mit dem Tod des Erblassers bekommen. Und insofern kann man das nicht ein Scheingeschäft nennen. Ein Scheingeschäft ist ein Geschäft, dessen Wirkungen in Wirklichkeit nicht gewollt sind. Die erste Aussage ist meines Erachtens also falsch. Zweite Aussage:
Das Testamentum per es et libram musste vor Zeugen errichtet werden. Ich hatte es eben schon gesagt, dem Text ist dazu eigentlich nichts zu entnehmen. Insofern ist die Frage nicht gut gestellt, wenn es darum geht, hier eine Exegese zu üben. Wer aber über die Emanzipation sich informiert hat, der weiß, dass Zeugen gebraucht wurden. Und insofern haben auch 75% der Bearbeiterinnen und Bearbeiter das richtig gesehen. In der Tat, das Testamentum per es et libram musste, und zwar sowohl ursprünglich als auch in späterer Zeit, vor Zeugen errichtet werden. 5 Zeugen waren gefragt. Nächste Aussage, das Testamentum per es et libram kam später außer Gebrauch und wurde durch andere Formen ersetzt. Ein Viertel der Bearbeiterinnen und Bearbeiter hat diese Aussage für richtig gehalten, dass das Testamentum per es et libram später durch andere Formen ersetzt wurde. Das ist aber eine Aussage, die sich so nicht halten lässt, die in direktem Widerspruch zu dem, was Gaius schreibt, steht. Denn Gaius sagt, dieses Testament ist in Gebrauch geblieben. Es hat sich zwar verändert in seinen Rechtsfolgen, aber es ist nicht außer Gebrauch gekommen. Das kann man also unmittelbar dem Text entnehmen, dass diese Aussage falsch ist. Nächste Aussage. War einmal ein Testamentum per es et libram errichtet, so konnte es ursprünglich nicht mehr geändert werden. Das hatte ich schon bei der Aufgabenstellung gesagt, lässt sich nicht unmittelbar aus dem Text entnehmen, entspricht aber der Logik des Textes. Wenn das eine Übereignung ist, durch die also der Erblasser seine Rechte an der Erbschaft weggibt an einen Treuhänder, dann kann er das eigentlich nur einmal tun. Er kann nicht nachher an jemand anders übereignen. Insofern muss man annehmen, wenn diese Treuhandkonstruktion wahr ist, dass das Testament nicht mehr geändert werden konnte. Später war das nicht so. Später war es ein Grundprinzip des römischen Testamentsrechts, dass das Testament bis zum Tod jederzeit änderbar war. Auch im modernen Recht gilt das. Aber der Logik dieses Rituals entspricht es nicht. Deswegen kann man wohl annehmen, ursprünglich konnte so ein Testamentum per es et libram nicht geändert werden. Es hätte dazu erst der Familie Emtor das Vermögen zurückerstatten müssen. Diese Aussage ist also meines Erachtens richtig. Nächste Aussage. Das Testamentum per es et libram musste schriftlich errichtet werden. Das hat niemand für richtig gehalten. Es ergibt sich dazu auch nichts aus dem Sachverhalt und es ist auch nicht so. Das Ritual der Emanzipation ist so wie eigentlich alle römischen Rituale ein rein mündliches Ritual. Und die Anweisungen an den Familie Emptor konnten auch mündlich gegeben werden. Es gilt allgemein bei der Emanzipation, dass man Beschränkungen für den Erwerber des Gegenstandes bei der Emanzipation in Form einer sogenannten Nuncupatio, also einer mündlichen Anweisung, erklären konnte. Und so eben auch die Anweisung an den Familie Emptor. Später ist es in der Tat üblich geworden, das schriftlich abzufassen, als die Testamente sehr lang wurden. Aber dann war es immer noch so, dass man mündlich auf die schriftliche Erklärung verweisen musste. Dass man also sagte, ich will, dass alles so gemacht wird, wie es hier in den Holztäfelchen meines Testaments steht. Das Testament musste also niemals schriftlich abgefasst werden. Es konnte bei Bezugnahme schriftlich abgefasst sein, aber auch später noch sind mündliche Testamente bekannt. Die Aussage ist also tatsächlich falsch. Nächste Aussage. Das Testamentum per es et libram bedurfte ursprünglich der Zustimmung der Volksversammlung. Auch das hat niemand für richtig gehalten und es ist auch nicht richtig. Das wäre eine Verwechslung mit dem Testamentum Calatis Comitiis. Da ist die Volksversammlung beteiligt, beim Testamentum per es et libram nicht. Also diese Aussage ist falsch. Und letzte Aussage. Durch das Testamentum per es et libram konnte von Anfang an ein Erbe eingesetzt werden. Das ist eine Aussage, die nicht ganz unproblematisch ist. Ein Viertel der Bearbeiterinnen und Bearbeiter hat das für richtig gehalten. Und wenn man den Gaius-Text liest, kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Gaius sagt, ursprünglich war kein Raum für einen Erben im späteren Sinne, denn der Familie Emptor hatte ja die Stellung des Erben. Der ist Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers. Das gesamte Vermögen des Erblassers geht auf ihn über. So wie wir das im modernen Recht vom Erben kennen und wie das auch in Rom später die Eigenart des Erben war, dass das gesamte Vermögen auf einen oder mehrere Erben übergeht. Wer das im modernen Recht nicht kennt, kann nochmal mein Video über lachende und weinende Erben ansehen. Fürs römische Recht habe ich es auch schon ansatzweise erklärt. Also dieses Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge beißt sich eigentlich mit der Konstruktion des Emanzipationstestaments. Wenn ein Familie Emptor alles bekommt, schon zu Lebzeiten des Erblassers, dann ist nichts mehr da, was ein Gesamtrechtsnachfolger beim Tod kriegen könnte.
Man könnte also die Frage so verstehen, dass man sagt, der Familie Emthor ist ja eine Art Erbe und der konnte eben durch das Manzipationstestament von Anfang an bestimmt werden. Dann, wenn man das so verstanden hat, konnte man die Aussage für richtig halten. Aber eine wirkliche Erbeinsetzung kann es ursprünglich nicht gegeben haben, weil eben neben dem Familie Emthor kein Erbe eingesetzt werden konnte. Später war es so, dass der Familie Emthor eine reine Formperson war. Der stand dabei, letztlich wie ein Zeuge, hatte aber keine Befugnisse mehr und es wurde im Testament ein Erbe eingesetzt. Das lässt sich möglicherweise so erklären, dass die Erbeinsetzung, die bei den anderen Testamentsformen, also beim Testamentum Calatis Committiis und Testamentum in Procinctu möglich war, einfach in das Testamentum per Es et Libram übernommen wurde, obwohl sie eigentlich zu diesem Ritual nicht passte. Jedenfalls ist später die Erbeinsetzung möglich, ursprünglich vermutlich nicht. Insofern wollte ich diese Frage als falsch, diese Aussage als falsch ansehen. So viel zu diesen Aussagen. Ich würde allen, vor allem auch denen, die sich noch nicht aktiv beteiligt haben, sehr empfehlen, sich mit dieser Thematik nochmal zu befassen. Das Testamentum per Es et Libram bleibt wichtig für die römische Rechtsentwicklung. Würden wir jetzt eine Exegese schreiben, wäre der letzte Punkt ein Blick auf das moderne Recht. Dann könnte man ein paar Worte dazu sagen, dass es auch heute Formen des Testaments gibt, nämlich das notarielle Testament und das eigenhändige Testament, und könnte sich fragen, ob die Zwecke dieser Formenbestimmungen eigentlich dieselben sind. Jedenfalls sind es ganz andere Formen, auch wenn wir immer noch der Meinung sind, die Testamentserrichtung ist ein wichtiger Akt, der irgendeine Form braucht. Darüber will ich mich jetzt nicht allzu sehr verbreitern, nur daran erinnern, dass das in einer Exegese, wenn es passt, ein Punkt wäre, auf den man eingehen sollte. Ob das in der Klausur gefordert wird, darüber bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Wenn, würde ich eine Frage stellen dazu oder einen Text nehmen, zu dem auch Studierende in den ersten Semestern schon etwas Sinnvolles zu den Bezügen zum geltenden Recht sagen können. Für diese Wiederholungsfrage wäre das erst einmal alles. Herzlichen Dank. Musik